Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei das 19. Waffe für den Marsch, Version 2.5 nach wie vor. Ja, Unkopfbekämpfung ist fertig und ich fahre mal Gerät zurück zum Hof. Ja, da muss ich mich heute etwas zurechtfinden, was mit alles ansteht. Wenn man es vorne guckt, nach den Tieren. Tiere sind, ja, bedürfen der Aufmerksamkeit. So langsam sicher bekommen sie mit dem Futter knapp. Mittlerweile im roten Bereich. Da werde ich mal gleich mal einen Traktor schnappen und den Anhänger, der hier gerade rumsteht, nutzen und dann schon mal für feine Schweine jo, versorgen. Ne? Und die können ja hier wieder geradeaus fahren. Oh, Entschuldigung. Jo. Den stelle ich mal hier vorne hin. Wo die Düngerstreuer und Kalkstreuer stehen. Müsste eigentlich Zuckerrüben jetzt gedüngt sein, normalerweise. Normalerweise. Bin mir nicht ganz sicher. So. Muss ich mal gucken. Ja, ich habe den Mod wieder aktiviert. Unten rechts. Na, jetzt sieht man den ja nicht, ne? Aber ich habe mir die ältere Version genommen. Die funktioniert besser. Hier haben wir auch Kompost. Das läuft noch eine Weile. Kalk und so. Tabak. Letzten Ernte. Ah, den mal nehmen hier. Werden wir gleich waschen, ne? Und dann fahren wir die Tiere besorgen. Tacken brauchen wir nicht. Sound laut. Bei mir ist er ein bisschen laut. So. Ja, Freitag, ne? Habe ich heute. Und bei euch wünsche ich einen schönen Wochenstart. Ja, ist halt so, ne? Ja. Auch bei mir beginnt die Woche irgendwann wieder. Ja, wenn ich denn schon, ne? Mal hier sind. Ja, Wochenende ist ja bei euch vorbei, aber bei mir beginnt jetzt Wochenende, ne? Das ist nur leider jedes Mal das gleiche, ne? Ja, da wünsche ich trotzdem mal einen schönen Wochenstart. Und ich hoffe mal, ihr habt das Wochenende gut verlebt. Wenn die Folge jetzt kommt, dann soll ja auch selber recht viel Schnee kommen. Für nächste Woche. Teilweise noch. Und dann nachher Tauwetter. Hoffe, ihr habt kein Hochwasser, ne? Die Gefahr besteht. So, mal ganz kurz. Ja, den Anhänger schnappen. Vor den Schweinen. Und dann beginnen wir gleich mit Schweine. Ja, Stroh geben zum Beispiel. Ja, noch ein Dieselwagen noch hier. Und Heutrocknung. Ja, Heu, Gras, ne, aktuell nicht. Ein paar Tage her und schon mal alles vergessen, mehr oder weniger. Ne? Ich weiß nicht, was die Flattenschutz, das hatte ich noch erledigt gehabt. Das war fertig. Also die Ratsfelder zumindest. Also anders noch nie ausgesehen. Ja, die Schweine kriegen was. Da ist Stroh drin. Nutzen wir gleich. Ups.
Gleich zum Wohl abkippen. Ah, da ist er doch. So, alles voll. Da kann ich nicht bekommen. Auch so einiges, ne? Denn da wird man gleich mal Strom mitnehmen von hier und die Kühe gleich Strom so, damit die am Ende schön Mist haben. Und die BGH. Müsste mal schauen, ob wir den Mistfahrer starten könnten. Ob er da bereit steht. So. Ich habe nun mittlerweile zwei Strohlager. Einen am Haupthof und einen hier. Im dritten habe ich das Hauptlager. Da ist auch noch, geht noch mal Stroh rein. So, Vollgas, Junge. Und bevor wir uns hier Schweine vor dahin schmeißen, muss ich noch reinigen. Aber wir machen mal Stroh für die Kühe. Schalter geht? Nee, ne? Keine Reaktion. Ja, ich überlege mir, ob ich da nicht irgendwann mal diesen großen Kuhstall anschaffen werde. Aktuell, ja, Geld knapp, wird nichts. Aber irgendwann wird schon gehen. Zumal wir ja noch einiges zum Verkaufen haben. Aber wie gesagt, letztes Mal war Bierpreis im Keller. Und da möchte ich nicht so gerne verkaufen. Grünschlüssel ist voll. Fährt aber. Das ist der für die BGH Nord. Also fahren wir keinen Mist. Und die andere BGH kriegt gerade Silageballen. Da sind die Rundballen noch genau im Triggerbereich. Und das ist. So, Stroh. Und der klappt. Werden wir kurz aussteigen. Und Wasser geben. Das ist so eine Erleichterung mit dem Wasserhahn hier. Einfach super. Jetzt macht er das voll und wird entsprechend den Bedürfnissen halt wieder aufhören. Ne? So, gleich den nächsten. Ja, der Stroh ist so voll. Muss halt sein, ne? Ja, die Woche war hart, ne? Lang genug. Ungewohnt. Erstmal volle 5 Tage. Und erstmal hatten wir einen Feiertag, zum zweiten Mal. Woche war auch schon voll. Aber hätte man einmal ganz kurz 2 Tage frei. Und das ist ja eigentlich super, ne? Aber wenn man nur 100% arbeiten soll, in 5 Tagen ist schon ungewohnt. Also die Milch, Wasser. Also Milchkühe, müssen wir irgendwann wieder sehen, ob die Milch Richtung Molkerei gefahren bekommt. Irgendwann. Schau mal. Dann kriegen die gleich Futter, wenn der Stroh jetzt reicht. Glaubt aber ja nicht.
Und dafür hat es gereicht, aber hier sind ein paar mehr Kühe und vor allem größere Kühe. Da habe ich hier nicht noch eine Fuhr reinkippen können. Nee, brauchen wir nicht. Gut. Den Rest kippen wir ins Lager wieder rein. Oder leichte Mischfabrik. Das können wir auch machen. Da muss sowieso was Business rein. Bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Und der noch nicht vor der Hobel, dann ist aus dem Lager raus. Oh, Entschuldigung. Oben Häuber alle, glaube ich. Rein damit. Gut, da können wir mal ein Schweine besorgen. Das machen wir zuerst. Haben wir das Schwein angefangen. So, mit dem Raten. Ja, Stroh ist ziemlich voll. Dünger. Habe ich auch noch. Silage. Nee. Ja, gut, das wäre auch egal gewesen. Nicht so tragisch. Ja, Raps. Ja. Raps, da war noch was, ne? Aber da muss man Geld für haben. Sieht, dass die Schweine vor der ganzen Schluss kommt. Das scheint so zu sein, ne? Den Rest hier können wir eh wieder reinkippen, weil wir werden nicht alles brauchen. Das ist dann auch zu viel. Ja, nach rund einer Woche ist immer ganz schön. Ja, dann ist im Prinzip das nicht so behalte, aber alles. Na gut, Dünger wäre ja klar. Landschutz. Den Rest wusste ich jetzt nicht mehr, außer jetzt hier Rübenschütze oder fährt aktuell. Aber wo fährt er eigentlich? Achso, da unten, ja. Er steht schon wieder, weil die BGH ist voll. Geht nicht mehr rein. Der Hänger zu groß. Ja, hier muss ich aber einfahren lassen mit der Straße, dass ich hier eine Zufahrt kriege. Und so ist ja blöd, ne? So, erstmal die Schweine putzen, sauber machen. Die Rinder brauchen noch nicht putzen, die ist immer sauber. So, Rapsfelder sind gedüngt, gekalkt und ja, Unkraut bekämpft, ja. Das wollte ich eben gerade noch sagen. Da müssen wir die Schweine erst putzen, weil sonst gibt das hier und Wasser geben. Da gibt es Ärger. Und wir sind ja krank. So, dann gehen wir gleich rüber zum nächsten Stall, mal das gleiche. Wo wir dabei sind. Ja, Futter war und Wasser war ganz schön wenig gewesen. Ne? Ist ja Sommer, klar, dann trinken die ein bisschen mehr, ne? So warm ist. pH wird schlecht, ja. Gut, hier werden wir auch nichts machen dergleichen. Was ich nochmal machen werde wahrscheinlich ist, den Bodentyp von der Originalkarte mal zu übernehmen. Und zwar durch Personalfarming deaktivieren, Spiel starten und Personalfarming wieder aktivieren. Aber, da kommt das Aber, ich habe hier noch zwei Erden vor. Und zwar Zuckerrüben und Hopfen. Das heißt, das kann ich und will ich nicht vormachen. Sonst ist das nachher
Zur Ernte umsonst. Es ist weg. Das einzige Problem, das es hätte, wäre natürlich bei Raps, dass wir da wieder Düngung und kalken müssten. Ist der Typ ist ein blöd gelaufen. Weil. Und ich weiß auch nicht mal genau, ob das funktioniert. Du musst im Grunde im Prinzip den jetzt deaktivieren, den Mod. Dann Spiel starten, speichern und dann nachher wieder deaktivieren. Dann wäre alles auf Null wieder und naja. Aber halt der Fruchtbohnen, den er original hier eingebaut hat, mit dabei. Er hat ja hier einen eigenen Bodentyp. Ich habe ja eine Woche früher gestartet, als er das fertig hatte. Und naja, wer will schon warten, ne? Wenn ein DLC kommt. Ah, 10%. Hier rein auch 10%. Na gut, ist jetzt so. Gut, den Rest jetzt rein in den Lagerplatz und dann entsprechend mit Schwimmen. Gas geben. So, bisschen ausrichten, ne? Dann aus. Also grafisch ist der Innenraum gegenüber Kettle und Cops deutlich besser. Da ja denselben Fahrzeug da fahren. Gut, die Farbe ist eine andere Geschichte, aber wie gesagt, ansonsten Tacho kann man erkennen. Ist da unscharf, ne? Da müssen sie aber tun. Optik passt. Also Fahrzeuge, da macht uns keiner was vor. Ich meine, bei Euro Truck Simulator ist das noch besser, aber gut, das ist ja hier nicht das Thema, ne? Weit fahren wollen. So, da sind wir da. Ja. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein, für den heutigen Montag. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen mit da seid. Und ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschalten. Tschüss und bis dann und ciao. Tschüss.